empfangen, recht herzlich gratulieren und Ihnen schon jetzt sehr herzlich danken. Karl-Heinz Stengel empfing am 28. April 2012 den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg von Ministerpräsident Kretschmann im Schloss Ludwigsburg. So wie es der Ministerpräsident vorhin gesagt hat, für über 40-jähriges ehrenamtliches Engagement, vor allem im CVDM bekommen, im Ortsverein, wo ich ja 16 Jahre Vorsitzender war. Und dann vor allem jetzt auch, glaube ich, für dieses herausragende Amt als Präses oder Vorsitzender im deutschen CVDM. Und dazu gekommen sind natürlich auch immer das örtliche Engagement in der Kirchengemeinde und im CVDM. Ich hätte ja bisher Ehrungen abgelehnt, warum ich es jetzt angenommen hätte. Und dann habe ich gesagt, weil ich einfach jetzt auch durch diese Zeit als Präses festgestellt habe, wie wichtig es ist, dass man Menschen auch mal öffentlich Danke sagt. Und weil ich es einfach jetzt auch stellvertretend für das, was ich tue, für die 61.000 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter annehme. Die Zukunftsfähigkeit im CVDM liegt einfach auch daran, dass 99% aller Arbeit in den Ortsvereinen von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemacht wird und das einfach auch in guter, großartiger Ergänzung mit hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und gerade im Blick auf die Hauptamtliche ist mir natürlich jetzt auch die Ausbildung am CVDM-Kolleg und an der CVDM-Hochschule weiter ein Herzensanliegen, dass wir einfach auch gut ausgebildete junge Leute haben, die vor allem auch diese beiden Aspekte, das soziale Handeln, das Tun und auch das Evangelium von Jesus Christus miteinander verbinden und beides auch im Blick haben. Das ist nichts Isoliertes und ist nichts Getrenntes, sondern gehört für mich untrennbar zusammen. Und ich glaube, es findet an vielen Stellen im CVDM einfach auch zusammen und das ist großartig. Ich bin ja in einem kleinen Ort zwischen Pforzheim und Karlsruhe aufgewachsen. Wilferdingen heißt der Ort, der ist heute Teil der Gemeinde Remchingen und dort gab es auch schon immer einen großen, starken CVDM, der die Jugendarbeit für die Kirchengemeinde gemacht hat, mit einem vielfältigen Angebot an Jungschargruppe, Mädchenkreis, Jungenschaft und vor allem auch viele Sportgruppen. Und da bin ich ganz früh schon in die Jungschargruppe gekommen. Mein erster Mitgliedsausweis aus der Jungschar stammt von 1960. Und dort habe ich auch so ganz stark im Prinzip über die biblische Geschichte Jesus Christus kennengelernt. Und diesem CVDM bin ich bis heute treu geblieben. Kurz nach der Konfirmation wurde ich ja in meinem Heimat CVDM angefragt, ob ich in die Jungschar als Helfer mit einsteige. Und da bin ich ja dann mit 15 Jahren habe ich begonnen. Und dieses ehrenamtliche Engagement ist nie unterbrochen gewesen in diesen, jetzt sind es ja eben dann so 45 Jahre. Glaube ich schon so täglich 1 bis 2 Stunden verbringe ich schon für den deutschen CVDM. Ich bin ja jetzt doch zum dritten Mal schon gewählt und bin jetzt seit knapp 9 Jahren Präses. Gut, die schönsten Dinge für mich sind natürlich immer auch die Einladungen in die Mitgliedsverbände und in so zu größeren Festen, in die Mitgliedsverbände und in die Ortsvereine, weil ich dann einfach merke, dass CVDM-Arbeit lebt. Und dort stelle ich dann natürlich fest, was so vor Ort alles an Ideen und Kreativität vorhanden ist und wie viel tolle Arbeit das dann dort geschieht. Das macht mir mehr Spaß wie jetzt die reine Gremienarbeit, muss ich zugestehen. Ich habe schon auch noch den Eindruck, dass ich für mir wichtige Dinge mir schon auch noch Zeit nehmen kann. Ich mache intensiv viel mit meiner Frau. Wir machen eben auch Nordic Walking zusammen oder versuche auch mit meinen Enkeln einfach auch Zeiten zu verbringen. Ich habe ja jetzt 4 Jungs und eine Tochter, eine Enkelin und die lieben mich sehr und mit denen bin ich auch gern im Garten unterwegs. Wir bauen zusammen Mauern und ich verbringe mit den Enkeln schon auch viele gute Zeiten und ich mag die sehr und das sind tolle Jungs, meine Enkel. Das ist der Elias, wo jetzt heute hier dabei ist. Da. Dass er für mich noch Zeit nimmt und dass er nett zu mir ist. Ich finde weiterhin im CVDM einfach toll, dass er durch die vielfältigen Angebote ein breites Spektrum einfach an junge Menschen erreicht. Und ich sage ja immer so diesen Satz, der aber bei mir schon von Herzen auch kommt. Ich bewundere oder ich finde am CVDM einfach schön, dass junge Leute eingeladen sind zu kommen, dass sie sich
wertgeschätzt fühlen, hoffe ich, an vielen Stellen. Und dass sie im CVDM schon, so wie ich auch, ihre Gabe und Begabungen entdecken können und entfalten können. Und für mich ist halt immer der Höhepunkt und der Kernpunkt unserer CVDM-Arbeit, dass sie die Chance haben, Jesus Christus so als ihren persönlichen Heiland kennenlernen, einfach Zugänge zur Bibel bekommen. Von daher liebe ich.